Also genau, Vorsicht vom Kistenschieben in der Cloud, da habe ich ein bisschen reißerischen Titel gewählt. Das habe ich deswegen, also erstmal, es geht um virtuelle Kisten natürlich, aber in der Systemhauswelt kennt man das halt, dass man Aufschlagskalkulationen macht. Ja, man hat einen EK, den man irgendwo in der Distribution bekommt und dann hat man einen bestimmten Aufschlagsfaktor und dann landet das häufig auf einem Angebot. Ich nenne das häufig Stückliste, was dort Endkunden zugemutet wird. Häufig wird das nicht so recht verstanden. Warum sage ich das so? Ich jetzt selber habe einen Systemhaus-Hintergrund, 1996 ein Systemhaus gegründet und aufgebaut und dort haben wir damals relativ früh gestartet mit dem Thema Hosting und Cloud Services. Und deswegen, also daraus letztendlich ist die Acmeo entstanden. Acmeo ist eine Ausgründung aus diesem Systemhaus und in meinem Körper schlägt immer noch ein Systemhaus-Herz. Regina muss schmunzeln, weil ich das jetzt schon sehr lange erzähle, die Geschichte, und sie ist immer noch wahr. Genau, aber das ist vielleicht auch dann der Vorteil, dass ich so den ziemlich genau weiß, was eigentlich die Zielgruppe braucht, also die Zielgruppe aus Sicht von Acmeo. Und da sind die Systemhäuser und da bringe ich einiges mit, vor allen Dingen auch zum Beispiel Vorlagen. Genau, ursprünglich komme ich aus der Technik, dann Beratung, Vertrieb und dann für die Geschäftsentwicklung zuständig. Und seit 2 Jahren sind wir mit unserer Acmeo Teil der Infinigate Group und seitdem kümmere ich mich auch darum, dass wir auch die anderen Länder damit beglücken, schöne MSP und Cloud Services nach vorne zu bekommen. Genau, da möchte ich jetzt kurz einspringen. Ja. Also ich will gar nicht bezweifeln, dass Sie die Zielgruppe kennen, aber die Zielgruppe ist ja sehr, sehr, sehr groß. Und wir Ja. haben jetzt hier zwar eine große Anzahl an Teilnehmern, aber es ist trotzdem ein Ausschnitt aus der gesamten Zielgruppe nur. Und deshalb möchte ich jetzt doch nochmal hier kurz zwei Fragen mit angehen, bei denen ich wieder um rege Beteiligung bitte. Regina, genau. Ja, Genau. genau. Die habe ich mir auch wünschen dürfen, Genau. glaube ich, diese Frage. Welche Genau. Cloud-Lösungen bieten Sie Genau. Ihren Kunden Sie, die, aktuell die schon ersten, an? genau, die ersten stimmen schon ab. Genau. Super. Und dann denke ich, dürfen auch sehr gern Sie das aus Ihrer Sicht kommentieren, weil Sie dann da im Thema doch noch deutlich weiter drin stecken als ich. Sehr gerne. Können Sie die Ergebnisse einmal veröffentlichen, bitte? Oder warten wir noch? Oder wie sieht es aus? Wie viele haben schon Ja, abgestimmt? nee, wir haben also Erste Hälfte. haben schon gute Teilnehmerzahlen, das denke ich, das passt. Genau, Ja. jetzt. Ah, super, Dankeschön. Genau. So, und die meisten bieten alles an. 55% und 20% noch keine. Okay, 20% noch keine finde ich tatsächlich inzwischen fast schon etwas ungewöhnlich. Aber freue mich natürlich, dass dann wir mit diesem Veranstaltungsformat heute ja die Teilnehmer gewinnen konnten, die sich vielleicht genau diese Fragen gerade stellen, wie man da am besten vorgehen kann. Und die 55% Profis unter uns, denen hoffe ich, dass ich auch noch ein bisschen was Neues geben kann. Und ich glaube, wir haben noch eine weitere Frage mitgebracht, oder? Jawohl, haben wir. Moment. Genau. Und zwar geht es jetzt um den Vertrieb. Genau, und zwar haben wir hier in der ersten Stufe Reselling des Cloud-Produkts. Das würde bedeuten, ich kaufe eine virtuelle Maschine ein oder ein SaaS-Produkt und mache einen Aufschlag darauf und verkaufe das. Ich sage mal so das klassische Systemhausgeschäft. Dann gibt es auch die Möglichkeit nach rein Vermittlung, dass man also an den Cloud-Anbieter dann den Kunden weitergibt. Da heute Telco-Anbieter machen das häufig oder auch früher gab es das bei Microsoft viel. Betriebskonzepte auf Basis von Cloud-Lösungen würde jetzt bedeuten, dass man einem Endkunden hin häufig irgendwie pro User oder ein Pauschalbetreiberkonzept hat, wo der Kunde das Systemhaus bezahlt über eine monatliche Pauschale. Oder eben bisher keine Vermarktung von Cloud-Lösungen. Gut, da werden wir die 20% wahrscheinlich gleich wiedersehen. Da bin ich auch sehr gespannt auf die Antwort. Und darauf werde ich dann meinen Vortrag auch so ein bisschen anpassen. Stimmen Ja, immer noch welche ab, aber ja, Peter. ich denke, aber wir haben sozusagen der Großteil hat abgestimmt und dann können wir das veröffentlichen. Ja. Ui, darüber freue ich mich sehr, denn das ist natürlich genau mein Hobby hier, die 60%. Da beglückwünsche ich alle, die 60% abgeschlossen, abgeschlossen habe ich schon, ausgewählt haben
20% sind im Bereich Reselling, 5 und bisher noch keine, fast die 20%. Sehr gut. Okay, vielen Dank dafür. Dann werde ich darauf eingehen, auch wenn wir über Betriebskonzepte reden, wie man das vielleicht konkret in der Praxis umsetzen kann. Und da kann sich vielleicht der ein oder andere von den 60% das ein bisschen einmal widerspiegeln, wie er selbst aufgebaut hat und ob das vielleicht ein Ansatz ist, noch hier mit unserer Unterstützung ein bisschen sich zu verbessern. Mal gucken. Das ist unsere Agenda für heute. Inzwischen hat sie, glaube ich, jeder gelesen. Ich brauche sie nicht vorlesen und komme direkt zur nächsten Folie. Und zwar ist es eine Lieblingsfolie von mir. Ich kann keinen Vortrag halten, ohne nicht diese Folie gezeigt zu haben. Und zwar geht es hier darum, den Zusammenhang einmal sich vor Augen zu führen zwischen dem Servicekonzept, was man als Systemhaus wählt, also beispielsweise, ob man maßgeblich als IT-Feuerwehr unterwegs ist, Kontingente maßgeblich verkauft oder proaktiven Service, regelmäßige Wartung zum Beispiel anbietet, oder ob man hier in der Stufe 4.5 unterwegs ist. In der Stufe 4.5 wird vor allen Dingen leistungsbasiert abgerechnet und nicht mehr nach Zeit. Zeit wird vor allen Dingen in Stufe 1 bis 3 abgerechnet. Meistens ist es so, dass Systemhäuser nicht ausschließlich in einer Stufe unterwegs sind, sondern Leistungen in einer Vielzahl oder in mehreren Stufen hier anbieten. Mein Punkt ist, dass man natürlich sich dann auch, also klar, ich bin ja der Fan der grünen Sektion, da brauche ich, glaube ich, keinen Hehl draus machen. Und da möchte ich manchmal diejenigen, vor allem die in der Stufe 3 unterwegs sind, also das sind diejenigen, die Monitoring beispielsweise durchführen, dieses Monitoring häufig als Managed Service dem Kunden geben. Aber die Auswirkungen, also wenn jetzt dort ein Alarm festgestellt wurde, wie gehe ich dann mit diesem Alarm um? Was mache ich dann? Und vor allen Dingen, aber wie wird das abgerechnet, was danach kommt? Das wäre in der Stufe 3 nach Zeit verrechnet und in der Stufe 4 in der Regel pauschal. Das ist vielleicht so die Abgrenzung. Und dann sehen wir ganz unten, dass sich also die Entscheidung, welches Servicekonzept man gewählt hat, auf die Unternehmensbewertung auswirkt. Vor allen Dingen deswegen, weil eben heutzutage die Servicevertragsumsätze oder allgemein Vertragsumsätze einen wesentlichen Bewertungsanteil haben bei der Gesamtunternehmensbewertung eines Systemhauses. Die Zahlen, die wir hier sehen, die bekomme ich immer aus meinem Netzwerk so zugespielt. Und da sehen wir, dass eben in diesen Managed Service Stufen das doch deutlich lukrativer aussieht. Und ja, wahrscheinlich brauche ich 60% der heutigen das so nicht mehr darstellen, aber vielleicht diejenigen, die sich hier noch die Frage stellen, wie sie am besten vorgehen, die möchte ich dazu einladen und vor allen Dingen in der grünen Stufe weiterhin Fuß zu fassen. Auch diejenigen, die es schon länger tun, vielleicht nochmal zu hinterfragen, wie viel des eigenen Geschäfts, was man abwickelt, ist denn tatsächlich in der Stufe 5? Oder ist es eher die Vision, die man im Kopf hat, dass man sagt, ich möchte eigentlich ab sofort das fokussieren, aber tatsächlich bringe ich doch noch relativ viel Legacy-Geschäft mit? So war zumindest meine Wahrnehmung häufig aus der eigenen Erfahrung. Deswegen ist mein Einsatz hier, sich so ein bis zweimal im Jahr das noch einmal vor Augen zu führen. Und weil wir uns vielleicht ja so ein bis zweimal im Jahr sehen, deswegen kommt von mir immer wieder diese schöne Folie als Erinnerung. Denn ich verändere natürlich ein Geschäftsmodell nicht von heute auf morgen, sondern das dauert unter Umständen bis zu Jahren vielleicht, ne? Bis ich wirklich maßgeblich auf einer Stufe angekommen bin. Manche machen das im Hauruck-Verfahren auch, da bin ich immer besonders beeindruckt davon. Und das ist auch möglich, wenn man das sauber, so einen Change-Prozess dann einleitet. Gut, ich habe noch 15 Minuten. Hier für diejenigen, die in der Reselling-Welt unterwegs sind, oder ich habe es ja so ein bisschen flapsig formuliert, Cloud-Kisten schieben. Also ich sehe eine Gefahr, dass wir beispielsweise hier ein wunderschönes IONOS-Produkt aus dem Katalog, sage ich jetzt mal gerade, herausnehmen, das entsprechend ausstatten, dann für einen bestimmten Preis einkaufen, hier in meinem Beispiel gerade mal 170 Euro und dann verkaufen für 200 Euro. Dann freuen wir uns, dass wir eine regelmäßige Marge haben. Aber, sorry, wir sehen vielleicht dann an dem roten Beispiel darunter, dass da noch viel mehr Musik drin ist und dass es noch viel spannender sein kann mit Produkten aus der Cloud zu arbeiten und auf Basis dieser Cloud-Produkte dann eben eigene Betriebskonzepte als Systemhaus zu erstellen. Also, ne, welche Rechnung wollen Sie schreiben? Welche Rechnung schreiben Sie zurzeit? Hoffentlich nicht die obere. Hier sind wir sehr vergleichbar, auch mit dem Wettbewerb. Wenn der Kunde morgen sieht, ich kriege Hosted Exchange irgendwo im Internet für 3,20 Euro, dann habe ich vielleicht einen Vertrauensverlust mit dem Kunden. Ich habe einen Anruf und vielleicht sogar eine Kündigung. Da muss ich viel arbeiten und dann Energie draufsetzen. Das, denke ich mal, wollen wir nicht.
was der Kunde eigentlich will, aus meiner Erfahrung vor allen Dingen im Mittelstandssegment ist, jemand Verantwortliches, der sich darum kümmert, den gesamten Betrieb der IT, teilweise bis hin zur Applikation, deswegen habe ich das hier mal so vereinfacht so dargestellt, das soll so ein vereinfachter Artikeltext sein, das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel und kein echter Artikel, den ich hier genommen habe, aber um einfach mal ganz schnell auf einen Blick die Bestandteile dieses Betreiberkonzepts dann zu sehen. Deswegen habe ich das so hier aufgeführt. Ja, und dann sehen wir hier eine monatliche Pauschale. Vereinfacht könnte das bedeuten, 35 User mal 100 Euro gleich 3.500. Das ist die Pauschale, die der Endkunde bezahlt. Und er kann sich sicher sein, dass für ihn die Server betrieben werden. Vor allen Dingen wird es ihn aber um seine 10 Applikationen geben, die da drauf laufen. Seine ERP, sein Lagersystem, seine FIBO, was auch immer. Sein Banking und so kleine Applikationen. Auch dann wird es eine SLA geben, was die Verfügbarkeit dieser Dienste angeht. Aber auch die SLA für etwaige Entstörungsleistungen oder Administrationsleistungen, die da dann anfallen. Dann Betrieb, ein Patch-Management wird gemacht. Es gibt eine Entstörungs-Flatrate, also für die Tätigkeiten für diese 10 Applikationen und der Systemebene sind dann in dieser Entstörungs-Flatrate enthalten. Also man könnte eigentlich sagen aus der Kundensicht, es ist ein Rundum-Sorglos-Paket und wir sehen dann zum Ende steht hier, enthält 8 virtuelle Maschinen und 35 Exchange-Postfächer. Das wollen wir dem Kunden nicht verheimlichen, aber wir geben es über eine ganz andere Art und Weise. So, jetzt haben viele Systemhäuser, ich will mich selber aus der Vergangenheit da auch gerne einschließen, den Kunden über Jahre so blaue, ich nenne es jetzt mal blaue Angebote und Rechnungen geschickt. Die Kunden haben sich daran gewöhnt. Deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig, die Kunden davon zu überzeugen, jetzt diese roten Rechnungen hier zu akzeptieren und sie darüber in Kenntnis auch zu setzen, was sind eigentlich die Vorteile und Auswirkungen. Auch die Kunden in der blauen Welt, also die Endkunden, die dann so eine blaue Rechnung hier kriegen, die erwarten in der Regel auch eine volle Verantwortungsübernahme. In Klammern, ohne dafür zu bezahlen, angemessen. Na, das sind diejenigen, die alle 4 Jahre mal anrufen und sagen, es darf doch wohl nicht wahr sein, wir haben hier schon wieder ein Problem mit unserem Server, der ist doch erst 8 Jahre alt und jetzt müsste sofort jemand kostenlos kommen und das alles wieder heile machen. Ne? Ein bisschen überspitzt dargestellt, aber um mal so ein bisschen diesen Clash da auch darzustellen. Und viele Systemhäuser haben hochgradig technisch versierte Mitarbeiter, die häufig aus meiner Erfahrung ein Helfersyndrom haben und solchen Kunden dann mit bester Servicequalität nachher weiterhelfen, was auch an sich nicht schlecht ist. Aber wir wollen auch entsprechend dafür entlohnt werden. Und da ist eben diese Idee dieses roten Elements weiter unten dann mein Vorschlag. Und wir sehen dann auf den ersten Blick auch, dass da durchaus ein Margenunterschied ist, den wir monatlich erzielen können. Man könnte jetzt sagen, ja, wir vertuschen ja einfach nur, was dahinter steckt und wir machen doch eigentlich in dieser blauen Welt nichts anderes. Das kann sein, nur die Qualität, die ich dem Kunde gebe, in Bezug auf der vertraglichen Zusicherung, ist ja hier in der roten Welt eine völlig andere als in der blauen Welt. Ne? Mal vereinfacht gesagt, in der blauen Welt, wir haben uns stets bemüht und in der roten haben wir eine SLA, wo wir schriftlich dem Kunden zusichern, welche Qualität er genau erhält. So, und wenn wir so etwas dann dem Kunden gegenüber anbieten wollen, dann ist es natürlich sehr wichtig, dass wir im Hintergrund einen Anbieter haben, mit dem wir das auch zuverlässig erstellen können. Weil das wäre ja sonst Harakiri, ne? Wir versprechen dem Kunden hier die heile Welt und alles wird gut und schön und er braucht nur viel Geld einwerfen und dann passt das schon. Aber auf der anderen Seite haben wir vielleicht in unserem Zulieferungsverhältnis also quasi auf Cloud-Provider-Sicht, wo wir das einkaufen, dann aber ein Verfügbarkeitsproblem, das wäre natürlich ein Worst Case. Ne? Dann sind wir in dieser Schere oder in dieser Sandwich-Position zwischen Kunde und Anbieter, bekommen zwar viel Geld, aber das Geld reicht nicht, um diese ganzen Schmerzen auszugleichen. Also wir brauchen eine saubere, zuverlässige Plattform. Und da ist meiner Meinung nach beispielsweise IONOS eben ein sehr interessantes Angebot, was man sich da anschauen könnte. Aus meiner Sicht, also wir selber haben damals jedenfalls oder machen es auch heute noch, auf Basis dieser Leistung diese Dienste und diese Betreiberkonzepte dann produziert. Und dazu habe ich dann einfach einmal eine Kalkulation hier mitgebracht, um mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Hier sehen wir so eine Kalkulation von einem Angebot. Wir haben ja gerade gesehen, wir hatten 100 Euro VK pro User pro Monat. Und dann sehen wir in der Einkaufskalkulation, sehen wir hier die einzelnen VMs, die wir da einkaufen und haben userunabhängige Kosten. Also die virtuelle Maschine brauche ich sowieso und ich brauche vielleicht hier auch noch ein Management-System, meine Lieblingssoftware SolarWinds natürlich.
Und darunter haben wir dann die userabhängigen Kosten. Also was müssen wir an Ressourcen jetzt noch hinzurechnen pro weiterem User, der kommt? Da gibt es hier zum Beispiel RAM-Empfehlungen. Haben wir hier natürlich saubere Quellen von Microsoft und so weiter dokumentiert. Wir haben eine Dienstleistung, das, was ich vorhin an Dienstleistung genannt habe, haben wir hier aktuell zum Beispiel kalkuliert mit 14 Minuten, mit einem Stundenverrechnungssatz und so weiter. Ich mache es mal kurz. Wir haben eine Einstiegspreis hier in diesem, jetzt habe ich hier gerade ein sehr kleines Beispiel genommen, ne? Mit 10 User, glaube ich, dann hätten wir hier einen EK-Einstandspreis pro Monat pro User von 75 Euro und je mehr User ich da drauf habe, umso mehr kommen wir hier dem Ideal der 50% Marge oder 100% Aufschlag dann näher und eben den sehr interessanten Margen, also haben wir ja gerade auch schon in der Kalkulation gesehen. So, genau, da haben wir noch einen IAS-Kalkulator. Das führt vielleicht zu weit. Jetzt haben wir einmal die EK-Basis gesehen. Jetzt habe ich noch was mitgebracht und zwar, wie kann denn eine vertragliche Vereinbarung für so ein Betreiberkonzept in Richtung Endkunde aussehen? Hier ein Beispiel, wo wir natürlich dann am Ende des Tages dann doch virtuell, also Hardware-Ressourcen quasi dem Kunden vertraglich zusichern. Aber dann geht es um Zusicherung von Leistungen, wie eben Betriebsleistungen, Störungsbeseitigungen, Administrationstätigkeiten und dann aber auch hier eine Abgrenzung, zum Beispiel, dass Change Requests, also Standardänderungen, nicht enthalten sind. Wir haben eine SLA, die, wenn man jetzt die Profis hier werden sehen, das ist aber eher eine anbieterfreundliche Regelung. Ja, dann soll der Kunde einen Finderlohn bekommen, dann kriegt er nochmal vielleicht was Besseres hier vereinbart. Garantierte Interventionszeiten und so weiter und so weiter. Einfach nochmal einen kurzen Einblick. Live-Demo habe ich gemacht. Leistung, ich muss mal 26, okay, 15 Minuten. Für diejenigen, die das interessant ist, diese Vertragsunterlagen, Kalkulationsbeispiele zu erhalten, wie man also jetzt solch einen Service dann lukrativ erstellen kann. Diejenigen möchte ich einfach einladen in ein Seminar. Da verbringe ich, also wir verbringen dann quasi gemeinsam, virtuell muss man ja heutzutage sagen, einen Tag miteinander, um genau solch ein Betreiberkonzept aufzubauen. Wir geben diese Leistungsbeschreibung, Verträge, die wir gerade ganz kurz gesehen haben, raus, Kalkulationstabellen und 1000 weitere Dinge, die man beachten sollte, um in dieser Welt erfolgreich zu sein. Hier habe ich so einen kleinen Werbelink eingebaut. Wer möchte, kann sich das dort anschauen und alles in dem Online-Format also auch sofort konsumieren und auch sofort diese Unterlagen erhalten. Ein wunderschöner Slot, finde ich, ist übrigens hier dieses Thema Argumentationshilfen, Einwandbehandlung. Was machen wir, wenn der Kunde das alles so nicht möchte? Und da haben wir sehr viele Seiten zusammengesammelt, wie man da besten umgehen kann. Und was ich auch noch entwickelt habe, ist ein Rollenspiel. Ein Rollenspiel, was ich in eigener Welt, der Systemhauswelt, also ausprobiert habe, was ich Ihnen an die Hand gebe, was Sie gerne nutzen können, um mit Ihren Vertrieblern, Technikern, Mitarbeitern im Systemhaus das Thema erfolgreiche Cloud-Vermarktung auf Basis von Betreiberkonzepten dann auch zu üben, sodass Sie dann beim Kunden vor Ort erfolgreich sind. So, hier noch meine liebe Werbefolie, was Acmeo noch alles Schönes macht, nämlich nicht nur Bereitstellung von Infrastrukturleistungen und einem guten Vertragsverlagen, mit dem man beim Kunden dann erfolgreich ist, sondern dazu gibt es noch IT-Management-Lösungen, Security-Lösungen und auch das ganze Backoffice. Also ein Systemhaus ist nur dann erfolgreich mit diesen Betreiberkonzepten, wenn es auch einen effizienten Betrieb innerhalb des Systemhauses hat, also ein gutes Ticketsystem, eine ERP-Lösung, die man dafür braucht und das alles ist miteinander über Schnittstellen verbunden. So sieht unsere Idealwelt aus und die gibt es tatsächlich. Und hier kann ich noch mal, weil ich jetzt vorhin ja festgestellt habe, dass ich nicht mehr sagen kann, dass wir der einzige Distributor in Deutschland sind, die nur MSP und Cloud machen kann, aber kann ich glaube ich sagen, dass wir der einzige sind in Deutschland, überhaupt der erste einzige Anbieter, der diese Kombination anbietet, sodass wir quasi den Erfolg aus einer Hand hier anbieten können. Und da hoffe ich, dass das vielleicht für den einen oder anderen interessant ist. Und dann freue ich mich auf Fragen. Ja, et voilà, tatsächlich ein bisschen historisch bedingt. Das Unternehmen hat ursprünglich mal Software entwickelt zur Automatisierung von Schulungszentren. Darüber sind wir dann letztendlich zum Consulting-Business gekommen, weil wir von vielen Unternehmen angesprochen worden sind, dass wir ein sehr, sehr profundes VMware-Know-how aufgebaut haben, sehr viel Automatisierungs-Know-how haben.
Und dann hat sich ein Consulting-Auftrag nach dem anderen ergeben. Das ist auch heute immer noch unser Kernbusiness-Consulting. Wir sind mittlerweile etwas mehr wie 90 Mitarbeiter verteilt in Gesamtdeutschland. Hauptlokationen sind Mainz-Nürnberg. Wir haben dann noch ein Büro in Düsseldorf und in Hamburg. Aber natürlich, wie das im Consulting-Business auch ist, einige Mitarbeiter, die entweder im Homeoffice sind oder beim Kunden vor Ort. Wir haben vier Kern-Business-Bereiche, wie ich eben schon sagte, das Thema Consulting, wo wir von Design über Implementierung bis Betriebsunterstützung die komplette Bandbreite bilden. Und hier eben im Besonderen hervorzuheben ist, dass wir das natürlich zum einen für klassische Infrastrukturen, die beim Kunden vor Ort stehen, machen, aber eben auch für Cloud-Infrastrukturen wie jetzt die IONOS, wo wir dann Kunden helfen, das in die IT-Infrastruktur zu integrieren, zu nutzen für verschiedene Aspekte. Von da aus geht es dann auch über in das Thema Managed Service bei Bedarf, was wir dann sowohl für On-Premise-Infrastrukturen als auch für die Cloud IONOS zur Verfügung stellen können. Und so zwei übergreifende Themen für uns sind letztendlich Security und Training. Wir machen jetzt keine Standard-Trainings, da gibt es genügend andere, aber wenn ein Kunde sagt, hey, ich hätte gern einen 5-Tages-Lehrgang, 10-Tages-Lehrgang oder auch nur einen 2-Tages-Lehrgang, aber sehr spezialisiert mit eigener Wunschagenda, dann können wir genau das liefern. Und im Security-Bereich konzentrieren wir uns auf SIEM und Container-Security als neues Thema, das ja in vielen Unternehmen aktuell umgesetzt wird, aber security-technisch noch gar nicht berücksichtigt wird, dass Container eben doch anders sind als virtuelle Maschinen. Das sieht man hier eben nochmal im Überblick, wer sich auch mit dem Portfolio von VMware auskennt. Wir haben da tatsächlich Master-Kompetenzen und höchsten Partner-Level für alle Bereiche, außer End-User-Computing, aber sei es Basis vSphere, sei es Automatisierung, sei es Netzwerk-Virtualisierung oder auch Cloud-Native, dann mit Kubernetes und Cloud Foundry, wo wir tatsächlich auch Partner von VMware und Pivotal der Sekunde 1 waren, aber auch die Open-Source-Varianten quasi schon seit Beginn an in unserem Portfolio hatten. Und so war es für uns eine logische Erweiterung, die IONOS mit ins Portfolio aufzunehmen. Gerade für uns spannend eben jetzt auch die Erweiterung des Portfolios mit der VMware Private Cloud bei IONOS, wo ich dann wirklich die Möglichkeiten habe, meine VMware-Infrastruktur, die ich vielleicht on-prem habe, bei IONOS erstmal zu erweitern, dort rein zu skalieren und zu nutzen, vielleicht auch mein On-Prem-Rechenzentrum abzulösen und dann um Themen wie Managed Kubernetes von IONOS zu erweitern. Wir haben immer wieder das Thema Lift-Shift Cloud-Native. Der Weg zu Cloud-Native ist eben oftmals erstmal ein Lift-Shift. Damit ich in der Infrastruktur bin, wo ich Cloud-Native auch überhaupt umsetzen kann. Bei solchen Projekten begleiten wir tatsächlich sehr oft aufgrund des Entwickler-Backgrounds, den wir haben. Das beginnt dann meistens eben genau damit, dass man eine Applikation nimmt, meistens natürlich direkt die komplizierteste und wichtigste fürs Unternehmen, und sich dann anschaut, okay, wie kann die umgebaut werden und in der Cloud lauffähig gemacht werden? Was ist notwendig, um diese Cloud-Native-Technik nicht dann auch in Kubernetes oder Cloud Foundry laufen zu lassen? Man hat da wirklich drei klassische Phasen, Analyse, Planung und Migration, weil jede Applikation und erst recht eigenentwickelte Applikationen natürlich sehr speziell sind.
Und hier begleiten wir sehr oft dann die Kombination aus IT-Department und Entwicklungsabteilung oder Entwicklungsmitarbeiter, um wirklich diesen Weg zu beschreiten von der klassischen Applikation in eine containerbasierte Cloud-Native-Applikation. Und das er hilft und natürlich auch dort wieder dem IT-Department an Priorität und Wichtigkeit innerhalb des Unternehmens zu gewinnen, weil einfach eine Infrastruktur bereitgestellt wird, die von den Entwicklern benutzt werden kann, das Leben der Entwickler vereinfacht und man den Entwicklern letztendlich auch bei der Transformation hilft. Genau, ich glaube, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt auch für die Frage. Ja, genau. Inwiefern beraten Sie Ihre Kunden auch bezüglich Prozesse, nur technologisch auf Infrastrukturebene oder sowohl technologisch als auch Prozessverbesserung? Das ist ja immer wieder ein großes Thema im Bereich von Applikationstransformationen, was man dort eben auch anpassen und ändern muss. Die Technik ist da ein Teil. Genau. Ja, danke. Ich glaube, Regina, wir können die Ergebnisse veröffentlichen. Die haben schon einige jetzt abgestimmt. Genau. Das Ergebnis bestätigt auch das, was ich gerade gesagt habe. 73% machen ja sowohl technologisch als auch Prozessverbesserungen. Das geht eben immer mehr und mehr Hand in Hand. Da sieht man eben auch einfach, wie die IT an Priorität im Unternehmen gewinnt. Jetzt machen Sie das ja auch, den zweiten Punkt. Vielleicht für die, die da noch nicht so mit da vertraut sind, können Sie das einmal in einem konkreten Beispiel schildern, wie das dann lautet? Ja. Genau, wir hatten jetzt gerade erst einen größeren Kunden tatsächlich aus dem Versicherungsbereich, der eben eigene Applikationen entwickelt, um Versicherungen letztendlich zu vermitteln zwischen Gesellschaften wiederum. Und die haben eine sehr große Entwicklungsabteilung und sind noch komplett im Legacy-Infrastrukturbereich Bereich unterwegs. Und dort ging es dann darum, dass die neu eingestellten Entwickler aber mehr und mehr angefangen haben zu sagen, okay, wir wollen Richtung Containertechnologie, Kubernetes, wollen dort andere Technologien nutzen, um einfach ein angenehmeres Leben zu haben, schneller voranzukommen. Wie das so oft ist, beginnt dann erstmal entweder Schatten-IT oder es wird innerhalb der Infrastruktur irgendwas aufgebaut, zur Verfügung gestellt, womit die IT-Abteilung aber erstmal nicht ganz so viel zu tun hat. Und genau hier kam eben dann auch der Punkt, okay, die IT-Abteilung hat gesagt, wir wollen bei der Applikationstransformation unterstützen, wir wollen hier eine Infrastruktur bereitstellen, aber wie genau kann das ablaufen? Da war natürlich zum einen dann der Part, okay, eine technische Infrastruktur bereitzustellen. Jetzt war es dort so, dass viele, viele Prozesse sehr, sehr langsam durchaus sind. Also zum Beispiel Hardware-Bereitstellung dauert 3 Monate. Und wenn ich jetzt darüber spreche, dass ich eben eine Infrastruktur Entwicklern bereitstellen möchte, die eben auch schnell wächst, dann funktioniert das nicht, wenn ich 3 Monate brauche, um einen Server oder eine Festplatte reinzubauen. Das heißt, da haben wir dann auch ganz konkret geschaut, okay, wie können wir die vorhandene Infrastruktur mit IONOS kombinieren, dort vielleicht den Kubernetes-Service rausnehmen und dann damit die Skalierbarkeit nutzen. Und haben eine Beschleunigung erstmal der Bereitstellungsprozesse. Natürlich direkt im Anschluss kam das Thema Prozess hinsichtlich des Betriebs der gesamten Infrastruktur.
Also auch das klassische Thema DevOps, wer macht Development, wer macht Operations, wo sind dort die Schnittstellen, wo kann man das berechtigungstechnisch abgrenzen und einrichten. Da gibt es auch kein richtig und falsch, das muss immer individuell auf Kundenwunsch und Abteilungen angepasst werden. Aber genau dort haben wir dann tatsächlich im Rahmen von Workshops eben mit IT-Abteilung und Development Department definiert, wo sind die Übergänge und wie konfigurieren wir die, welche Hoheiten liegen in welchem Bereich, und haben das anschließend dann auch umgesetzt. Ein wichtiges Thema in dem Rahmen, das für uns jetzt aufgekommen ist, ist eben das VMware Tanzu Portfolio und da auch tatsächlich das Thema Mission Control, wo ich nicht nur VMware-Technologien einbinden kann, sondern auch jeden Kubernetes-Cluster. Das heißt hier auch in dem Fall Kubernetes-Cluster, die bei IONOS laufen, und habe dann wirklich ein Web-Frontend, über das ich Build, Run, Manage komplett orchestrieren kann. Und auch nochmal besser Themen wie DevOps abgrenzen kann. Das ist dann aber wieder der technologische Part, um eben den Prozess zu unterstützen. Ganz kurze Zwischenfrage da nur. Jetzt haben Sie oft von mehreren Abteilungen gesprochen im Unternehmen. Genau, da haben wir auch eine Frage von dem Teilnehmer dazu. Das sind dann eher größere Unternehmen, die Sie betreuen, oder? Ja, also kommt drauf an. Wir reden jetzt im Normalfall nicht von 10 oder 15 Mann Unternehmen. Ich sage mal, so eine typische Unternehmensgröße, wo das anfängt, beginnt bei 40, 50 Mitarbeitern. Wenn wir darüber sprechen, dass die zum Beispiel eigene Software entwickeln, wenn jetzt das Kerngeschäft natürlich etwas anderes ist, was weiter weg von Softwareentwicklung von IT ist, dann muss die Unternehmensgröße natürlich perspektivisch größer sein. Also der Versicherungskonzern ist, wie der Name schon sagt, natürlich ein Konzern gewesen. Aber tatsächlich würde ich so sagen, ab 50 Mitarbeitern bis dann eben DAX-Konzerne ist die komplette Bandbreite vorhanden. Ja, danke schön. Denke, damit ist die Frage auch so ungefähr beantwortet. Sie hatten ein bisschen in einer Ihrer Folien auch die Partner, mit denen Sie zusammenarbeiten. Vielleicht jetzt hier in dem Zusammenhang wäre es jetzt nochmal interessant, die anderen kennen wir schon und die können auch für sich sprechen, aber warum haben Sie sich auch für die Zusammenarbeit mit IONOS entschieden? Das hatte mehrere Gründe. Zum einen natürlich das klassische Thema Datenschutz, Made in Germany, und damit einhergehend die deutschen Datenschutzrichtlinien, die Zertifizierbarkeit der Infrastruktur. Wir als EVOILA sind nicht nur ISO 27001 zertifiziert, sondern in Kürze auch vom BSI nach C5. Für Cloud-Infrastrukturen zertifiziert, also haben uns da sehr gut und sehr detailliert mit auseinandergesetzt. Ein zweites Thema ist natürlich aber auch das Portfolio und die Integrierbarkeit. Ich hatte das ja eben schon auf der einen Slide gezeigt. Bei den meisten Kunden, egal ob kleiner Mittelstand oder große Infrastrukturen, ist VMware vorhanden. Mit der VMware Private Cloud bei IONOS habe ich eben die Möglichkeit, dass ich tatsächlich den Administratoren selbes Handwerkszeug an die Hände geben kann. Ein Wechsel, eine Transformation natürlich deutlich leichter ist. Wir als VMware-Partner finden dort natürlich auch die VMware-Technologien wieder, mit denen wir uns auskennen, mit denen wir beraten. Dann geht es weiter mit dem eben schon erwähnten Kubernetes-Offering, das wir bei IONOS sehr, sehr attraktiv finden. Dass doch auch dieses Thema digitale Transformation von Apps voranbringt und weiterentwickelt.
Ja, danke schön. Dem Herrn Kartali, der wird ja schon ganz rot bei so viel Lob. Ich denke, sollten wir dann ihm auch mal die Gelegenheit geben, vielleicht nochmal, nachdem Sie das jetzt aus Sicht des Partners geschildert haben, um unser Zeitplan ein bisschen einzuhalten, vielleicht können wir dann in der abschließenden Frage- und Antwortrunde nochmal auf Sie kurz zurückkommen, Herr Göbel. Das wäre super, da ich hätte da noch eine Frage, aber sehr gerne. Dass wir vielleicht jetzt mit dem Herrn Kartali weitermachen. Wie gesagt, er ist Head of Channel Sales bei IONOS Cloud und hat uns auch jetzt hier diese ganze Session sozusagen ermöglicht durch die Unterstützung. Und vielleicht wäre es jetzt auch für die das Unternehmen noch nicht so kennen, einfach nochmal ganz gut einen ganz kurzen Überblick über das Produktportfolio zu bekommen, von dem der Herr Göbel ja schon einiges angesprochen hat. Aber vielleicht können Sie das einfach nochmal so rund darstellen. Ja, sehr gerne. Ja, einige Themen wurden ja schon angesprochen. Ich will einfach nochmal das große Ganze nochmal präsentieren. Das heißt, mit der 1&1 IONOS gehören wir zum United Internet Konzern. Ja, das heißt, da auch mit der 1&1 Drillisch haben wir zwei, sag ich mal, Konzernstrukturen im Rücken, mit denen wir, sag ich mal, sehr, sehr viel Power und PS mitbringen. Wir haben bei der 1&1 eine Mehrmarkenstrategie. Ja, das heißt, viele kennen natürlich die 1&1 aus dem privaten Umfeld, den privaten DSL-Anschluss oder den Telefon-Mobilfunkanbieter. Ein sehr, sehr bekanntes Branding. Jetzt für die Fußballfans unter uns, auch Hauptsponsor von Borussia Dortmund. Von dem her wird die Marktpräsenz oder die Wahrnehmung da, glaube ich, in den nächsten Monaten noch deutlich stärker. Neben 1&1 gibt es noch die 1&1 Versatel, die ja auch viele kennen und bekannt sind für ihr Glasfasernetzwerk. Wir haben zudem noch web.de, GMX, Strato, das heißt, sind alles Marken, die für viele sehr bekannt sind und alle zu dieser Konzernstruktur gehören. In Summe verfügen wir über 9.500 Mitarbeiter. Wir haben 10 Rechenzentren mit über 190.000 physischen Servern. Und durch die Versatel zusammen verfügen wir dann nochmal über knapp 49.000 Kilometer Glasfaser. Von dem her verfügen wir über die Infrastruktur, die wir brauchen, um professionelle Cloud-Lösungen anzubieten. Jetzt, wie der Herr Marwan am Anfang erwähnt hatte, ist die 1&1, also beziehungsweise die IONOS und die IONOS Cloud im Markt noch nicht so bekannt. Man muss aber dazu sagen, dass die IONOS Cloud, so wie sie heute funktioniert und die ich auch gleich zeigen werde, die Cloud-Lösung gibt es schon an die 10 Jahre. Ja, das heißt, die Cloud, die wurde irgendwann mal in einem kleinen Startup in Berlin gegründet, wurde von der 1&1 beziehungsweise von dem Konzern finanziert. Man hat das 7, 8 Jahre lang wirklich bis zur Marktreife getrieben, um es dann wieder in den Konzern zu integrieren. Und nach dieser Integration hat man dann wirklich angefangen, die Vertriebsarbeit zu starten. Also wie üblich in der DNA von einer 1&1 hatte man angefangen, über normal Online-Sales, über den Webshop, über ein bisschen Telesales, hat dann aber irgendwann gemerkt, klar, in dem B2B-Umfeld funktioniert das nicht so gut. Das heißt, man braucht dafür professionelle Vertriebsstrukturen, über die wir auch noch reden werden. Und so kam man jetzt entsprechend zu dem Marktzugang. Vom Produktportfolio her, zwei Dinge wurden schon erwähnt. Das heißt, wir haben einmal die Private Cloud, die auf VMware basiert. Das hat der Lars Göbel bereits schon angesprochen. Das ist ein Produktsegment von uns, das auch relativ einfach über die Webseite oder über unsere Distributoren bestellt werden kann. Da gibt es unterschiedliche Pakete, die man buchen kann, aber innerhalb der Pakete dann beliebig nach oben oder unten skalieren kann. Die Public Cloud, um die es, sage ich mal, hier jetzt in den nächsten Minuten gehen soll, die präsentiere ich am besten mal kurz. Also das ist wirklich die Eigenentwicklung. Dann sagen Sie Bescheid, ob Sie den Bildschirm sehen können. Herr Marwan, kann man meinen Bildschirm sehen? Ja, ich kann ihn sehen, ja. Wunderbar. Also was Sie hier jetzt sehen, ist der DCD, unser Data Center Designer. Man sieht auf der linken Seite, sag ich mal, Supportmöglichkeiten, hier unsere Support-Kollegen, und das ist jetzt keine 0815 Hotline, ja, sondern wirklich ein 24/7 Support mit Experten. Da erreicht man dann entsprechende Administratoren und wirklich einen hochwertigen Support, falls irgendwas mit der Infrastruktur nicht funktioniert. Man erhält oben hier links Online-Hilfen,
wo man selber die einfachsten Fragen sich beantworten kann, beziehungsweise dann unten links unsere DevOps-Community. Also da kann man wirklich Entwicklern spezifische Fragen stellen zu Setups, zu Integrationen und bekommt da auch kompetente Hilfe. Auf der rechten Seite sieht man die Ressourcenbelegung. Das heißt, den Setup, den wir hier jetzt sehen, ist eine kostenlose Testversion. Ja, und ich würde hier auch alle Teilnehmer, die, sag ich mal, technisch versiert sind und sich für unsere Cloud-Lösung interessieren, auch einladen, mal diese 30-tägige kostenlose Testversion zu nutzen. Wir können nachher im Chat den Link posten. Man kommt ganz normal über die ionos.cloud-Webseite drauf, kann sich da dann entsprechend hier registrieren und bekommt dann entsprechend die Ressourcen, die man hier auf der rechten Seite sieht, einfach mal für 30 Tage kostenlos zur Verfügung gestellt. Kann hier dann einzelne Rechenzentren mal testen, eine Infrastruktur hochziehen, kann vielleicht für einen Kunden schon mal einen Proof of Concept machen und kommt so dann relativ einfach zu einer Cloud-Lösung von uns. In der Mitte sieht man die Data Center, die schon existieren. Das heißt, ich habe hier einmal schon ein Test-Data Center aufgesetzt, das in Frankfurt im Rechenzentrum steht. Aber wir machen jetzt mal ganz schnell Neues. Das soll jetzt keine Schulung sein, sondern einfach nur kurz mal eine Demonstration, wie einfach das geht. Dann sagen wir hier IDG, ne, so heißt unser Rechenzentrum. Wir können dann hier den Standort wählen. Ja, das heißt, an diesem Punkt entscheidet man schon wirklich, wo physikalisch nachher die Daten liegen werden. Ja, das heißt, wir haben noch ein Rechenzentrum in Frankfurt, eins in Berlin, wir haben noch ein paar in USA oder UK. Und an diesem Punkt entscheidet man sich wirklich schon, wohin man die Daten haben will. Ja, das heißt, wenn man sich für ein Frankfurter oder Berliner Rechenzentrum entscheidet, kann man auch wirklich davon ausgehen, dass die Daten wirklich in Deutschland liegen, komplett 100% datensouverän sind und nicht irgendwie in die USA oder sonst wohin transferiert werden. Was man hier jetzt sieht, ist ein relativ einfaches Zeichenbrett, ja, das vielleicht manche aus Visio vielleicht von früher noch kennen. Hier dieses Symbol ist der Internetzugang, ja, das ist der Zugang zu der großen, weiten Welt. Man kann sich hier jetzt einfach per Symbole entsprechende Netzwerkkomponenten reinziehen. Ja, das heißt, wir haben einmal hier einen Load Balancer. Wir können da davor können wir noch einen Server platzieren und ich habe technisch, muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie man eine Infrastruktur konfiguriert, aber es geht hier relativ einfach. Ich kann hier den Server mit dem Internet verbinden, gebe dem Server einen Namen, mache jetzt meinetwegen eine Firewall drauf, kann dann hier entsprechend schon in dem Menü auswählen, in welcher Verfügbarkeitszone der liegt. Das heißt, innerhalb des Rechenzentrums haben wir schon unterschiedliche Brandschutzzonen. Das heißt, man hat eine lokale Redundanz, die man hier aufbauen kann. Man kann hier per Schieberegler sagen, wie viele Cores möchte ich denn haben, wie viel RAM soll dieser Server haben und dann geht es schon weiter. Man braucht natürlich irgendwo auch ein Betriebssystem und eine Festplatte. Da ziehen wir uns jetzt eine SSD rein, gibt dem dann auch noch einen Namen. Man kann hier ganz einfach die Größe auswählen. Wir haben seit kurzem haben wir auch unterschiedliche Leistungsklassen. Das heißt, wir haben Standard-SSD, wir haben Premium-SSD, je nachdem, was der Kunde für Anforderungen hat an Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Und hier kann man dann schon sein Image bzw. sein Betriebssystem auswählen. Ja, das heißt, es gibt vorgefertigte Images, die wir liefern. Ja, da hat man dann eine bunte Auswahl an CentOS, an Debian, an Ubuntu, aber dann auch an Windows-Servern, die man hier einfach auswählt. Man kann die dann gleich entsprechend mit Passwörtern oder SSH-Keys entsprechend verschlüsseln. Man kann schon Backup-Units anlegen, um dann das nachher auch administrieren zu können. Und so kann man dann beliebig seine Infrastruktur bauen. Das geht auch so weiter, dass man hier über, sage ich mal, Cloud-Konnektoren, die es jetzt hier in dieser kostenlosen Variante nicht gibt, auch unterschiedliche virtuelle Rechenzentren miteinander verbinden kann. Ja, da kann man dann zum Beispiel auch für Kunden wirklich kostenstellenbasierende Abrechnungen damit machen. Ja, das heißt, angenommen, man hat einen großen Konzern und die haben unterschiedliche Anwendungsfälle oder unterschiedliche Voraussetzungen, können die alle über einen oder mehrere Internetanschlüsse oder wie auch immer miteinander verbunden werden und man bekommt dann nachher eine Abrechnung wirklich pro Kostenstelle, wenn man das so haben will. Dann drückt man hier unten schon auch Provisionieren, dann macht das Tool einen kurzen Sanity-Check, habe ich wirklich alle Daten eingegeben, sind die Passwörter vergeben und. Und wenn soweit alles fehlerfrei ist, dauert die Provisionierung dann je nach Komplexität der Infrastruktur 1-2 Minuten, wenn es komplexere sind, vielleicht auch mal 7, 8 bis 10 Minuten. Aber danach ist dann dieses Rechenzentrum online. Ja, das heißt, man kann sich dann hier oben, kommt dann ein Konsolenknopf, man kann sich dann direkt mit der Konsole aufschalten und man kann hier auch zusätzlich feste IPs vergeben. Man kann hier über diese Backup-Konsole, wie gesagt, kann man noch
Backup-Agents einrichten, um dann entsprechend auch wirklich einzelne Clients dann vielleicht hier rein zu administrieren. Wir verfügen über einen S3 Object Storage, ja, das ist auch noch ein Produkt, das wir haben. Wir haben hier in der, sag ich mal, dann Vollversion, haben wir dann oben auch unser Managed Kubernetes, das wir steuern können. Und über diesen Ressourcenmanager kann man dann entsprechend User-Verwaltungen machen. Man kann wirklich granular einstellen, welcher User darf was, darf bestellen, darf Ressourcen freigeben. Man kann hier seine IP-Adressen, seine Feste entsprechend administrieren, seine SSH-Keys. Und auch sehr wichtig ist der Punkt hier Image Manager. Das heißt, ich habe ja gezeigt, dass man Betriebssysteme auswählen kann. Man kann hier wirklich auch selber eigene Snapshots machen, die dann replizieren. Man kann entsprechend über einen FTP-Upload kann man sich auch seine eigenen Images hochladen. Das heißt, all diese Dinge funktionieren relativ easy. Man bekommt dann hier auch über den Usernamen eine sehr transparente Aufstellung der Kosten. Das heißt, hier sieht man dann entsprechend pro IP-Adresse zum Beispiel 5 Euro, beziehungsweise jetzt für die Data Center. Ich habe jetzt hier ein Test-Data Center vorher angelegt, sehe ich hier schon ganz klar, welche Kosten diese einzelne Infrastruktur verursachen würde. Das Ganze aggregiert auf Monat und kann auch beliebig schnell hoch oder runter skaliert werden. Und Kosten entstehen nur dann, wenn diese Server tatsächlich auch laufen und Performance verursachen oder Performance benötigen. Das heißt, wenn es den Use Case gibt, irgendwie ein Rechenzentrum übers Wochenende runterzufahren oder wenn man irgendwie Testszenarien braucht, die dann irgendwie nur 3, 4, 5 Wochen Gültigkeit haben sollen, dann kann man die hier beliebig hoch und runter skalieren, was natürlich eine Riesenersparnis dann in den einzelnen Fällen auch bedeuten kann. Ja, aber mehr, wie gesagt, in dedizierten Sessions. Wie gesagt, wir laden jeden dazu ein, hier selber auch mal so einen Test-Account sich anzulegen und rumzuspielen. Und wir beraten dann gerne entweder selber persönlich oder dann natürlich auch über Acmeo, Evolar oder über unsere anderen Partner. Also so einfach kann man heute eine Cloud konfigurieren und in Betrieb nehmen. Also dauert ein paar Minuten und dann sind wir online.